Den neuesten Gerüchten zufolge gibt es schon bald ein neues MacBook zu sehen. Die WWDC steht vor der Tür. Was dürfen wir erwarten? Und ist das hier der neue Mac Mini? Das alles schauen wir uns heute genauer an in der neuesten Folge Apple News Plus. Hey meine Freunde, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache die Videoreihe jetzt schon fast über 50, 60 Folgen. Also falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann seid so nett. Falls euch das Ganze so genauso interessiert wie mich, dann lasst doch gerne kurz ein Abo da, weil das sind genau die Dinge, die mich super interessieren. Alles in Sachen Apple. Natürlich geht es hier um Leaks und Gerüchte. Und ich habe heute einfach mal ein paar Fakten rausgesucht, was ich so in der letzten Zeit aufgeschnappt habe. Und das Ganze ist eigentlich auch brandheiß, weil es sind ein paar Dinge dabei, die mich wahnsinnig begeistern. Ich hoffe, das kommt auch genauso raus. Natürlich geht es hier auf dem Kanal immer wieder auch um andere Produkte. Ich teste hier nach wie vor auch irgendwelche Android-Smartphones oder auch andere Technik. Aber grundsätzlich ist so ziemlich jedes zweite, jedes dritte Video auf jeden Fall ein Apple-Stuff. Und falls euch das interessiert, also wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die erste News genauer an. Zunächst muss ich sagen, dass das Ganze erstmal von John Prosser stammt. Zwar hat auch schon Mark Gurman in der Vergangenheit etwas darüber geschrieben, dass es in diesem Jahr noch neue MacBooks geben soll. Er weiß aber keinerlei Details, egal ob welche Displaygröße oder welcher Prozessor drin sein soll und so weiter. Aber in diesem Video erklärt John Prosser tatsächlich, dass er etwas Handfestes darüber hat. Nämlich behauptet er darin, dass es tatsächlich zur WWDC neue MacBooks geben soll. Aber ich möchte noch ein bisschen was dazu erzählen. Auf der einen Seite ist bekanntlich ja die WWDC ein reines Entwickler-Event. Also in der Vergangenheit war es eigentlich nicht so der Fall, oder zumindest nicht die Regel, dass wir auf dem WWDC neue Hardware bekommen würden von Apple. Das bedeutet, unsere Erwartungshaltung war eigentlich in den letzten Jahren nicht so, dass wir einfach wissen, okay, zu diesem Event gibt es etwas Neues von Apple. Hat verschiedene Gründe, weil wir mitten im Jahr stecken. Ohne Pandemie wäre es eigentlich so, dass die meisten Menschen ihr Geld für Urlaub vielleicht sparen und nicht gerade für einen neuen Apple-Computer. Aber in diesem Jahr könnte es etwas anders sein. Und tatsächlich stecken in der Einladung zur WWDC schon ein paar Dinge, die wir uns kurz mal genauer angucken sollten. Wenn man sich die Spiegelung in der Brille mal genauer ansieht, dann stehen da die Unicodes für die Emojis drin. Denn wenn man mal jetzt mal U plus 14374 googelt, kommt da eben Messer und Gabel heraus. Also das ist genau der Unicode für das Messer und Gabel Emoji. Und der Code darunter ist der Schlafen-Emoji und dann noch der Mac-Emoji. Im Grunde lautet einfach dieser Slogan Eat, Code, Sleep. Also das sollte eigentlich bedeuten, dass eben diese paar Tage für die Entwickler so gedacht sind, dass sie tatsächlich da Bock drauf haben und es ist so ein Event, wo sie hingehen, wo sie viel programmieren können, wo sie viel dazulernen und das spiegelt im Prinzip alles wider. Auf der anderen Seite gibt es noch mehr zu sehen. Leider konnte ich das hier nicht entschlüsseln. Falls ihr das wisst, schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei den anderen noch dabei steht. Aber deswegen ist es eigentlich rein für Entwickler gedacht. Doch nach diesem Tweet habe ich dann noch etwas genauer hingehört, denn John Prosser sagt in seinem Video zwar immer wieder das Wort MacBook Pro, aber er ist schon super vorsichtig und nach knapp 6 Minuten behauptet er eigentlich auch, ja, habt ihr auch die Art und Weise, wie ich die Sätze formuliert habe, habt ihr genauer hingehört. Und in den Kommentaren toben sich alle aus, weil er behauptet einfach, dass es etwas um MacBook Pro related stuff geht. Also etwas, was mit MacBook Pro zu tun hat. Wir wissen also nicht genau, was es ist und er sagt eigentlich auch nur, dass one of them ist ein MacBook Pro, das heißt also eins davon. Also könnten wir jetzt auf der einen Seite uns vielleicht auf 2 unterschiedliche neue MacBooks freuen. Das bedeutet vielleicht ein MacBook Pro mit 14 Zoll und eins mit 16 Zoll. Das wäre eine Variante. Das sind so meine Vermutungen tatsächlich. Aber schreibt mir doch mal gerne, was ihr dazu sagt. Ich würde es echt gerne interessieren und check auch alle Kommentare mal durch. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Weiter habe ich tatsächlich noch in den letzten Tagen ein paar Bilder oder ein paar Gerüchte über einen neuen iPod Touch gesehen.
Und das hat mich in erster Linie gar nicht so sehr interessiert, weil ich gedacht habe, das ist so ein Auslaufmodell. Aber so wie es aussieht, könnte das auch tatsächlich sich bewahrheiten. Die Bilder habe ich natürlich bei Twitter aufgeschnappt, aber schreibt mir doch mal, ob ihr glaubt, ob das wirklich Sinn macht. Braucht man noch einen iPod Touch? Ich glaube ja eigentlich, dass so ziemlich jeder mittlerweile ein iPhone hat oder ein älteres iPhone, wenn auch immer. Aber gibt es für euch Bedarf für einen neuen iPod Touch? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat es ja auch was zu tun mit der nächsten News. Denn so wie es aussieht, können wir uns tatsächlich auf ein neues Modell der Beats-Kopfhörer freuen. Ich hatte ja gedacht, dass eigentlich Beats als Marke so ein Auslaufmodell ist, gleich wie der iPod Touch, also dass es das irgendwie nicht mehr geben wird, weil wir ja schon AirPods und AirPods Max und so weiter haben. Aber das ist jetzt etwas, was den Namen Beats Studio Buds verliehen bekommen hat. Aber 9to5 Mac hat tatsächlich einen Artikel darüber geschrieben, dass diese Beats tatsächlich als Ergänzungsprodukt zu den herkömmlichen AirPods sein könnten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich sich bewahrheiten wird, aber so wie es aussieht, kann es tatsächlich sein, dass in diesem Beats Studio Kopfhörer, also in den Buds tatsächlich auch Noise Cancelling mit verbaut ist. Aber tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich mich auf diese News so sehr freuen kann, weil ich erwarte eigentlich jeden Moment irgendwann mal die AirPods 3. Also, dass die in den Startlöchern sein sollen, hören wir ja fast schon seit einem halben Jahr. Und da freue ich mich eigentlich sehr drauf. Deswegen bin ich nicht so euphorisch in Sachen Beats. Aber richtig euphorisch bin ich schon, was den ganzen neuen Mac Mini angeht. Denn das hier sind tatsächlich Bilder, die, naja, was soll ich sagen, die schon so richtig meinen Geschmack treffen. Im Moment benutze ich ja tatsächlich ein MacBook, aber ich schließe das zu Hause eigentlich immer an per Dongle und so weiter. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir den M1 Mac Mini zulegen soll. Und dann kam auf einmal das hier und deswegen bin ich schon super gespannt. Auf der Rückseite sehen wir eine ganze Menge an Anschlüssen, wobei ich jetzt behaupten würde, dass die USB-C-Anschlüsse dann doch ein bisschen zu eng aneinander geraten sind bei diesen Renderings. Aber ich weiß nicht, was es kosten wird, aber wenn das hier tatsächlich so rauskommt, wie es auf den Bildern aussieht, dann bin ich echt mal gespannt. Weil jetzt auf einmal habe ich richtig Bock drauf auf die WWDC. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns auch schon wieder bald im nächsten Video. Bis dahin. See ya. I,